Moin Leute, hallo und willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute spielen wir GTA Story Modus weiter. Beim letzten Mal gab es da irgendwas mit einem gewissen Mr. Jane. Könnt ihr da oben abchecken. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem vierten Part von GTA Story Modus. Und Abfahrt! What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. I got a swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out. Okay. Dann mal ab zu ammunition. Keine Ahnung, was wir da wollen, aber. Coming. I need a sniper rifle with a high power scope. Es wird interessant. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That sniper on your wall looks like it'll do the job. That's the chestnut. You got a scope and a suppressor for this? There's the necessary magnification. All right, you got a scope for me? It'll be quiet as a mouse. Steige wieder auf die Quad. So. Meet me at the water tower just north of the airfield. There's bikers all over this airstrip. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Okay, die Mission wird noch spannend, Alter. Lass mich da noch durch. Diese Schreie, die tut überhaupt nicht weh, wenn sie einem mit so 500 km eins mit sich klatschen, ne? Come up! Ach, dafür braucht man also die Sniper. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. The time is right. Go on, my son. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Zusha? Just keep me covered, okay? Ich sehe nicht. Guy? What guy? Right there! Can you see him? My vision is failing me. This isn't a good time for that. A man, you say? He's right over there! There! Wo ist OBS hier? Look where I'm pointing! He's right there! Halt's Maul. Good kill, Trevor! I can hear an engine. They'll see that body. Maybe if you shoot those lights on the tower, he won't be so obvious. Lichter. There's one, and there's the other. You got him! Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Okay. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut. You should have seen the look on his face. There's a guy coming out of the control tower. Take him out. Ja, wo denn? He's gonna see us. Ich sehe keinen. And they all came tumbling down. Another guy's on his way. He's down there. Clean shot, Triv. Another guy's coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. He found him. Take him out, or he'll trip the alarm. So long, sailor.
Get your sights back on me, Trev! I'm scared! Was soll das denn jetzt? Was ist das denn hier für ein scheiß Gameplay? I got you in my sights, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Shit! He's coming out the front door! Du meinst, aber ich sehe überhaupt nichts. I don't want any trouble! Please! Och nö, ey, warum dauert das denn so lange? Das kannst du dir nicht ausdenken. Down he goes. Ruhe da unten. Aus welchem verdammten Building? Da ist keiner! Machen wir einfach so. Buildinge. Ja, im besten Sinn, da ist keine Sau. Boah. Wieso solche Sachen bei mir immer zu Try and Error Sachen werden, das werde ich niemals verstehen. Oh, ey. Boom. Boom. Warum nicht? Ich bin kein Pro-Gamer, ich kann das einfach nicht so gut. Danke, so. Jetzt kommt die Karre. Ich auch. Das war dumm. Aber ich glaube, in dieser Mission verdienen wir uns den Flughafen. Einen verdammten Flughafen. Oh mein Gott, ey, das ist... Es fragt sich natürlich, warum kommt ein Biker mit dem Auto, aber ja... Da kann doch was nicht stimmen. Komm, jetzt reicht doch mal! Alter, ich will gerade halt okay, Leute, meine Augen tun von diesen Softboxen weh. Nicht mehr. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed, might they? They might. Ja, easy. Ja, easy. Normal. Da kann doch was nicht stimmen. Ron. Ruhe da vorne, Ruhe da hinten. One dead biker is as good to me as another. There, there! It'll all be over soon! Wo können wir nochmal die Fähigkeiten einschalten? Scheiße, da fällt die Fresse da hinten. Was haben die für Waffen, Alter? Das geht ja gar nicht, ey. Wie soll das gehen? 44 Minuten Aufnahme, ey. Wieso verkacke ich bei sowas, sag ich mal? Ich bin einfach kein guter Shooter-Spieler. Das wäre aber auch lustig geworden. Der lebt noch, das können wir nicht so lassen. Mein erster Plan, in den Hangar reinzugehen und dann von da aus zu Beginn, wäre eigentlich besser gewesen. Ah, chillig. Ruhe da oben. So. Er schiebt die Kiste weiter. Und geht dann davon weg. Das ist eine Dead Zone, wo ich nicht schießen kann. Ich kann die Karre jetzt auch mal anfangen zu brennen. Sofort wieder 30 Stück da oder was. Sag mal, wo kommt ihr alle her? Woher? Woher? Oh, ich glaube, ich habe den Tank aus der Sicht angezündet. Ja, wer surfert ihr denn jetzt? So, Ruhe. Das surfe ich.
Wenn jetzt hier noch alle so schön brav herlaufen, wird das noch ganz schön. Jetzt nicht in den Rotor latschen. Was? Ruhe da vorne. Ruhe da unten. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Hey, let go, is he? Shit, Trevor, we can't get him off. Ah, doch. Fine, I feel safe. Safe, wenn ich fliege nicht. There's only two places. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Oh. Ich krieg das nicht hin, ne? Wie viel ich der? Hat der noch alle Latten am Zaun oder was? It better be. Drop your load. Military base coming up. Fly low. We don't want to show on their radar. Flieg so niedrig wie möglich, damit der Militärstützpunkt dich nicht entdeckt. So niedrig wie möglich. Heißt nicht im Wasser landen. Okay. Du, da machst es aber nicht gerade low fliegen. Nein! Hab mich verdrückt. Jetzt just for fun hier. Ich nehme den weiter mit. Ist doch schön. Hat den gerade irgendwer abgeschossen? So, Lowfliegen klappt gerade so. Hab, glaube ich, gerade ein Looping gemacht. Oh, nein, 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 nicht schon wieder. Ich will nicht nochmal die fünfmal dieses scheiß Dialog hören. Nicht schon wieder, bitte nicht. Also wir wollen nicht auf dem Radar auftauchen, aber die machen hier eine Rauchfackel am Wasser an, neben der Militärbasis. Kehre zurück zur Abwurfzone. Welche Abwurfzone? Da stand gerade noch, kehre zurück zu diesem Platz. Wenn er jetzt gleich steht, kehre zurück zu Ron, bin ich sauer. Wirf die Fracht in eine der Bude. Habe ich das nicht gerade schon gemacht? Lieferung. Amazon Paketdienst. Ich bin doch hier in dieser Abladezone, ey. Was wollt ihr denn noch? Wohin? Ah. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Liefer dir ein Rennen. Or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. Yeah, guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand business. Like I hadn't thought of that. Hab's nicht gesehen. I've got those lawyer fees for the divorce. Okay. Wir sind gerade noch bei Mount Chiliad. Einer meiner Lieblingsorte, wenn ich GTA Online spiele. Wo ist denn der Runway? Are you sure about that? Ja,
erstens, was mit meinem Hintergrund los? Zweitens, wo starte ich? Es reicht doch so langsam mal. Ich will jetzt auch endlich hier Feierabend machen. Wir sind hier gerade bei 1 Stunde 4 Minuten Videomaterial. Wenn das eine Folge ist, ey, dann werde ich bekloppt. Kommt er jetzt noch? Ah, da kommt er. Der Runway ist leider belegt. Ich will aber nicht nochmal diese Mission machen, okay? Versprichst du mir das? Dankeschön. So kann man eigentlich nicht landen, aber passt schon. Mit dem Flugzeug kann man auch rückwärts fahren, ne? Vor allem, wenn sich die Rotoren immer noch in dieselbe Richtung drehen, so. Alles ganz normal. I think that was an adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. Don't have time to dwell on that now. We got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Now go. I need to meditate. Or masturbate. Or both. Perfekt geparkt, würde ich mal so sagen. Okay. Die Mission hat sich jetzt für Trevor ziemlich gelohnt. Aber es reicht jetzt. Diese Folge ist jetzt zu Ende. Ich bin bei 1 Stunde 8 Minuten Aufnahmezeit. Und das war nicht so geplant. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen oder auch nicht. Ich habe auch einen Discord-Server, ich habe auch Insta, ja, Beschreibung. Egal, wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.